Ja, finde ich nicht Obwohl schlecht. sie sich darüber echt am Streiten sind, wegen, ja, man könnte ja dann noch schneller am Lenkrad einschlafen und sowas. Ach, glaube ich nicht. Ja, ist halt auch immer so eine Sache, wie das mit den Spediteuren ist, ne? Ob die jetzt sagen, du musst mit Magnet unter dem Tacho-Dings da fahren, ne? Oder nicht, Wieso? weil. Magnet am Tacho? Dann schreibt er das nicht, also je nachdem welches Modell, dann schreibt er das nicht ganz mit, wie lange du gefahren bist oder gestanden hast oder sowas, weißt. Okay. Aber, Bescheißen. ja, genau. Nur bei den neueren, zumindest bei Scania, ich weiß jetzt nicht, wie es bei den anderen ist, zeigt er dann Fehlermeldungen an und dann wissen sie, was los ist. Dann gibt's auf den Sack. Zurecht. Zu Recht. Ich meine, einem LKW-Fahrer eine sehr große Verantwortung. Ja, Ne? bei uns hier ist gestern schon einer gestorben, der LKW-Fahrer. Echt? Ja, 40 Tonner, der ist am Stauende, also auf der B200 noch was, der über eine Kuppe gefahren mit 80, ne? Ja. Und das war halt so uneinsichtig da. Denkt man auch nicht, dass da Stau ist, aber da hat ein PKW gebrannt und es kam halt nicht in den Nachrichten oder so, dass da irgendwie Stau ist. Und dann ist der einem anderen LKW, ein Sattelzug, voll hinten drauf gekracht. Mit 80 km/h, 40 Tonnen. Der hat den Sattelzug so weit geschoben, dass er in den nächsten PKW rein ist und ihn nochmal an den anderen PKW geschoben hat. Oha, das ist schon heftig, ja. Ja, also das Führerhaus war praktisch nicht mehr vorhanden. Ups. Ja. Schon hart, wenn man sich so denkt, den Beruf, den macht man auch, ne? Ja. Später. Ja, das ist schon übel. Das ist schon nicht schön. So, verschiedenes Grill herstellen. Ich hab uns jetzt einen Grill gebaut. So. Fünf. Wo platzieren wir den am besten? Am Handy-Grill. Dreht die Y-Achse, ändert die Größe, wenn das Raster aktiv ist. Okay. Ah, jetzt kann man den Grill noch ein bisschen drehen hier. Achso, warte mal. Oder wollen wir den. Ah, ne, ich kann den Grill. Wir können den Grill hier oben hinpacken, oder? Fail. Hier so. Du kannst den gerne da oben hin platzieren, ja. Okay. Dann moog wieder doch mal. So. Hier nochmal ein bisschen gedreht. Und platziere Grill. Er wurde platziert. Kann ich ihn jetzt anmachen? An- und ausmachen. Oh. Jungs, es gibt gleich Fleisch. Ich suche die Tiere. Und dann gibt es lecker Fleisch, Fleisch. Oh. Tomatenstrauch. So, es gibt auch wild lebende Tomaten, wie ihr seht. Jetzt nicht mehr. Lass mal Nacht werden, mal gucken. Ich weiß, was am besten. Warte. Was? Nee, ich meine jetzt noch nicht, dass du da tags gibst. Ach so. Soll ich den Sonnenuntergang simulieren lassen, Nee, oder? nee. Ach so. Ist schon so gut. Wenn der Baum runterfällt. Was? Jetzt bist du von ganz oben. Oh, der rollt immer noch. Was hast du denn gemacht? Ich hab einen Baum vom Berg gefällt. Guck mal, wie er da runterfällt. Das ist irgendwo über der Hütte von euch da oben. Ach da! Hui, okay. Cool. Wieso ist denn hier ein Kreuz? Ach, hier ist einer gestorben, mal. Okay. Achso, was Komisch. vielleicht auch noch wichtig ist zu erwähnen, mit der Harke kann man nur Erde schnell platzieren, also gerade machen und mit dem Vorschlaghammer nur Steine. Felswände. Oder Felswände, ja. Siehst du das Licht jetzt oben, ne? Ja, cool. Ist das das Leuchtfeuer von Nein, das ist das Flo ist wieder besoffen und wir finden den Weg nach Hause nicht Licht. Gondor? Finde ich gut. Sehr sinnvoll da oben. Wo seid ihr denn, ihr kleinen Tierchen? Ich habe doch gerade was Mumm gehört. Ist da vielleicht eine Kuh hier reingefallen?
In die Mine? Nee. Immer noch mal zuschütten, das ganze Zeug. Ob eine Kuh hier sich im Wald versteckt hat? Nee, ich glaub's auch nicht. Wir haben hier, glaube ich, das sämtliche Vieh im Umland geschlachtet. Aber ich würde, Viehzucht wird ja im nächsten Update kommen. Ich habe mal geschaut, also es gab Ende Februar gab es eins, dann gab es Mitte oder Anfang März nochmal eins. Ne, Mitte Februar, Anfang März, Mitte März gab es jeweils Updates. Ja, ich bin mal gespannt, weil die nächsten Updates, die werden ja was größer, ne? Mit Strom, Kochsystem, Wasser. Weiter. Oh, hier ist eine Ziege. Warte mal. Stirb! So, mal gucken. Kann ich mit der Ziege jetzt nichts machen? Oh, hallo. Hallo. Blöde Ziege. Alle Zimtzwill. Die haben auch Gefühle. Ziegen? Ja. Mu, mu, mu. Ich bin eine Kuh und beweg mich nicht. Mu. Was ich an deinem Kanal bewundere ist, dass er so viele Abos gekriegt hat wie auch. Ja, auch. Und dass ja demnächst mehr Brüste gezeigt werden sollen, ne? Echt? Wie? Ja. War doch in The Forest, da war doch die Rede davon. Was? Mehr nackte Haut und Brüste. Auf meinem Kanal? Ja, auf deinem Kanal. 1000 Abo Special Flo. 1000 Abo. Ja, ich hab da auch schon ein bisschen Angst vor. Also ich freue mich schon. Also daraus kann man ja vielleicht auch ein bisschen. Ist nur die Frage, hat er Angst vor mit dem Bikini dann vor der Kamera zu sein oder vor den Waxing für die Sommerzonen? Alter Junge. So, ich hau jetzt erstmal hier vier Scheiben richtig. Wie er jetzt ablenkt, weißt du? Jetzt Rindfleisch hier auf dem Grill drauf. So. Wahrscheinlich hat er jetzt gerade so die Beine überkreuzt und es zieht sich schon alles schmerzhaft zusammen bei dem Gedanken. Ich hab schon vorgewächst. Nee, guck dir mal hier die richtig schönen, fetten, dicken Steaks hier auf dem Grill an. Schau dich mal an. Komm mal hoch hier. Fail, komm mal rum hier. Ja, warte. Komm mal ran hier. Guck dir mal hier. Komm mal her. Komm mal her. Boah, das sieht richtig geil aus. Ja, ne? Ja, die hab ich uns gefangen. Ne? Das ist ja mal der Burner. Mhm. Nee, das ist ein Grill. Kein Burner. Boah. Ey. Ach so, der Witz von letztes Mal ist mir auch eingefallen. Ach Gott, ja. Ja, Leute, wieso bekomme ich Schaden? Das war gut. nee, ja, genau, wie nennt man einen laktoseintoleranten Puffgänger? Weiß Laktosefreier. Verstehst du? Ja, der war schon so schlecht, ey, dass ich, Hast du eine Wassermelone oder so? Ich verreck hier gerade. Ja, warte. Hier. Ich hab eine Melone in der Hand. Hol mich doch. Ich fütter ihn schon. Soll ich ihn alleine lassen? Ich schieb ihm die Wassermelone ganz zärtlich komplett in den Mund rein. Oh. Im Ganzen. Ey, Physik ist hier toll in dem Spiel. Man kann den Berg hochlaufen. Den steilen Berg hochlaufen. Cool. Ich frage mich, wann die Steaks fertig sind. Mach da einen auf Schultig. Die sind noch roh. Warte mal. Vielleicht mag er seine Steaks ja Schuhe so. Wie möchten Sie Ihre Steaks haben? Roh, medium, saftig oder Flo? Genau. Bei Flo wird natürlich unter dem Rost dann die Dinger rausgenommen, weil sie schon durchgekrümmt sind. Boah, bei welchen. Ich habe letztens eine schrecklich nette Familienfolge gesehen, also mit Al Bundy und so. Wo sie den Brotkrümel aus dem Toaster gegessen haben. Nee. Da wollten die grillen. Und Al hat halt immer so einen Grill, wo immer dieselbe Kohle, also immer dieselbe Asche drin ist, weil er meinte halt, dann schmecken die Burger am besten so, ne? Und Peck wollte halt den Grill vorbereiten und hat ihn dann umgeworfen und die ganze Asche ist rausgefallen, ne?
Na, meinen Sie jetzt zu, wie hießen, zu Bud und wie hieß die Tochter nochmal? Kelly. Kelly. Meinen Sie, Bud und Kelly, los, los, geh zu den Nachbarn und hol da irgendwo die Asche her, ne? So, und dann bei ihren Lieblingsnachbarn da, komme ich auch auf den Namen von denen nicht, haben die dann die Asche aus der Urne rausgeholt. So. Was sie aber nicht wussten, war, dass es halt eine Urne ist, wo dann die Tante von denen drin lag, ne? Und dann packen die halt die Asche von der toten Tante halt in den Grill rein. Und er macht halt seine Burger. Und dann erzählen die halt beim Essen, weil die Nachbarn halt eben auch da sind, so, und ja, und unsere tote Tante und so, und die steht bei uns auf dem Kaminsims, und Kelly so, Moment, die in dem, in der goldenen Urne? Ja, genau da. Und dann so, und er erzählt sie es halt Bud. Und Bud muss sich auch schon total übergeben. Und dann erzählen sie es halt beiden der Pack, und die übergibt sich dann auch. War auf jeden Fall sehr lustig. Und ja. Und Erl meinte halt dann noch so, ja, also dann wäre auch schön, wenn deine Tante jetzt noch hier wäre. Und mal die Nachbarin, ja, in Gedanken ist sie auch hier bei uns. Ne? Und dann irgendwie noch, Liebe geht durch den Magen und so ein Kram. Also das war schon. Boah. Ja, das war sehr krass. Makaber. Sehr makaber, ja. Ja, das definitiv, ey. Ey, sag mal, wie lange brauchen die Steaks denn hier, bis sie fertig sind, ey? Alter, ich check das nicht ein. Mann, Mann, Mann. Oh, das eine ist fertig hier. Wer möchte Warte, das lass mich erst? schauen. Ja, komm, 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 schnell, schnell. Hä? Hieder hat's weggenommen. Vor allem, Da, er das kommt nächste. so, ja. Geil. Und plötzlich verschwindet das Ding. Obwohl an der Seite ist es schon sehr roh, ne? Das ist Medium. Das ist Flo-Style. Die nächsten sind bestimmt auch gleich fertig. Wie wir alle warten, ne? Ey, komm, Fails, ist das Steak. Los. Damit du ein bisschen mehr Oh. Lebensenergie wieder kriegst. Man braucht die aber noch nicht wenden, das finde ich auch noch ganz cool. Ja. Oh, los, los! Ich pack die mal ein bisschen mehr in die Mitte rein. Jetzt hat's resettet die Zeit. Das wär's noch, ey. Das könnte aber gut sein, dass die Zeit jetzt resettet wurde. Das mittlere und das letzte habe ich nämlich schon mal angefasst. Also genau die beiden, die noch nicht fertig sind. Also kann ich mir gut vorstellen, dass die Zeit resettet wurde. Was? Was denn? Wo ist denn Fällen darin drunter? Los, ist es. Ist es. Hier, Achso, hier. Flo. Das ist. Soll ich es essen jetzt? 5-Sekunden-Regel kennst du ja. Ich Ja. Soll ich es essen oder willst du es essen? hab meins schon gegessen. Wo hast du denn das andere her? Vom Grill genommen? Da lagen nur 4 Stücke. Naja. 2 Stück Aber. habe ich genommen. Fail? Der hat Bitte? gefailt beim Nehmen. Willst du nicht auch noch ein Stück essen? Ja, doch, warte, ich hol's mir. Adna, guck mal, gib mir noch mal das Stückchen Fleisch. Mit Essen spielt man nicht. Wo ist denn das jetzt hingeworfen? Oder hast du immer noch im Inventar? Nein. Ach, Fee jetzt dafür oben, gut. Achso, okay. Soll ich das andere Stück Jo. nochmal geben? Noch Oder eins was? fertig, was? Nee. Du wolltest doch eins haben noch, oder nicht? Ich wollte es runterwerfen. Weil da unten gerade so schön Achso, stand. So nach dem Motto, so, ja, wui. Oh, da ist noch ein Stück fertig hier. So. Das ist meins. Das esse ich jetzt auch mal. Hier, Fee, hinter liegt was zu essen. Du hast ein Steak gegessen. Lecker, lecker, lecker. Hier hinter mir liegt nichts. Auf dem Boden? Da liegen. Nee, hier ist nichts. Hä? Wieso? Ich sehe die Melonen auch bei mir. Die hier dann runtergeworfen hat. Aber interessant, wie es aussieht, wenn du eine Tomate wirfst, ist die dann weg, wenn die aufschlägt. Die Nee, die zerplatzt. ist hier oben. Also bei mir ist die Tomate hier oben auf der Kante. Hier. Echt? Ja. Kannst du Okay. aufheben? Nee, aufheben kann ich sie leider nicht. Was Wir kannst du müssen den überhaupt? Balkon übrigens noch ein Stück hier drüber setzen, ne? Also ein Stück über den Berg rüber. Ja, und dann mit diesen Pfeilern, die ich auch vorne an der Tür habe, versetzt, Die Stein, die festnehmen. Steinpfeiler, meinst du? Oder Ja, weil Holzpfeiler? die gibt's auch in Holz. Okay, Kannst cool. du mit jedem Dings machen. Was baust du hier jetzt? Hier baue ich jetzt eigentlich, wollte ich mein Zimmer reinmachen. Dein Zimmer? Ja. Danach baue Auf ich, meinem ja. Server? Ja. Was fällt dir ein?
Ja, darfst du gerne machen. Du hast die Erlaubnis von mir. So, ich packe hier oben an die Kiste, packe jetzt nochmal hier den Kürbis rein. Ich habe noch ein paar Tomaten hier. Nudelholz brauchen wir vielleicht nochmal. Ich habe hier noch Eisenplättchen, falls sie nochmal brauchen. Und Block. Was haben wir noch hier Schönes? Ich habe noch ein paar Setzlinge, sehe ich gerade. Ach, Eisen schiebe ich mich auch noch ein paar. So, zack, zack. Wann ist dieses blöde Steak denn endlich fertig? Das dauert ja ewig. Ja. Tim, guck's einfach. Nein, ja, wobei, wenn ich jetzt sage, guck einfach mal, ob das fertig ist, irgendwann dann vergisst du es. So wie ich es vergessen. Ja, aber du hast recht. In der Zeit werde ich noch mal ein paar Tomaten pflanzen hier. Ein paar Tomatensetzlinge, bitte. Damit wir Ich den muss nächsten sagen, Bäcker. das Spiel macht selbst bei langer Spieldauer noch richtig Spaß, weil man viel zu tun hat, oder? Ja, das Ja, das stimmt. Steak ist fertig. Oder? Nee, nur Nein. verschwunden. Gut. Wie verschwunden? Was? Weil ich zu weit oben war. Da Ach das so. hat sich nur farblich geändert, war aber komplett verschwunden. Wie hoch warst du denn, dass du es nicht mehr sehen konntest? Warte. Alter, ich kann noch höher fliegen und ich sehe es immer noch. Jetzt ist es weg. Guck, wo ich bin.